Hier kommt ein Zug, gezogen von einer V100 angefahren. Es ist eine Modelleisenbahn. Wie groß oder klein sie ist, ist im Video immer schwer zu erkennen. Alles sieht viel größer aus, als es eigentlich ist. Nur wer genau hinschaut, sieht, dass die Anlage ziemlich klein ist. Genauer gesagt ist sie gerade mal 1 Meter mal 25 cm groß. Diese TT-Modellbahnanlage passt also ins Bücherregal. Der Personenzug ist angekommen und nun muss der Güterzug Platz machen, damit die V100 umgesetzt werden kann. Viel Platz gibt es hier nicht am Bahnhof Stillerwinkel. Aber die Hauptsache auf einer Modellbahnanlage ist ja das Zügefahren. In der Zwischenzeit ist die Lok vom Personenzug schon abgekoppelt und auf dem Weg zur Drehscheibe. Die ist komplett selbst entworfen und gebaut. Sie ist das Herzstück der Anlage. Langsam und präzise wird die Lok gedreht. Wusstet ihr, dass die Nenngröße TT in den USA entwickelt wurde und für Tabletop steht? Das kommt daher, dass die Züge im Maßstab 1 zu 120 auf den Tisch passen sollen. Oder eben ins Regal. Die Modellbahnanlage Stillerwinkel war übrigens auf der Modellhobbyspiel 2022 in Leipzig ausgestellt. Nachdem die Lok wieder am vorderen Ende des Zuges angekoppelt ist, kann der Zug seine Reise fortsetzen. Ein weiteres Modelleisenbahnvideo von der Modellhobbyspiel findet ihr hier. Ansonsten genießt das Wochenende, egal ob mit oder ohne Eisenbahn.